Och. Wieder Gute kein Nacht. The Million Life, sei doch froh. Gute Nacht. Gehst du schon mal schlafen? Das war doch letztes Mal schon so einfach. Jetzt ja, war es echt. War es wirklich. Dann kann ich ja AFK gehen und du machst alles. Aber ich brauch deine Medics und deine Türme. Was für Türme? Die Bunker. Du, warum brauchst du denn meine Bunker? Warum nicht? Verstehe ich gar nicht. Zum Defenden. Oh, wie cool, wir haben unsere ersten Helden auf Stufe 15 bald, also ich auch. Ja. Dann können wir mit denen auf jeden Fall dann irgendwann mal im Laufe der Zeit jetzt auch demnächst mal brutal ausprobieren. Ja. Ich weiß zwar nicht wie, aber. Ich würde aber gerne noch andere. Ich würde noch viele andere gerne hochspielen, aber. Das können wir im Laufe der Zeit auch. Oblivion Express. Naja, es ist die Eisenbahn. Da Abstürze sind offenbar doch zu was gut. Wobei, war das schwer auf schwer? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das war glaube ich auch easy. Easy peasy. Eigentlich müssen wir ja hier nichts weiter machen als Verteidigungsstellungen bauen an den Punkten, wo die vorbeikommen und du machst mich unsichtbar. Keine Sau kommt da durch. Ja, eigentlich schon. Da bin ich dafür. Lädt der noch? Hallo? Mach mal schneller. Also bei mir lädt er noch, aber er lädt sehr langsam. Ja. Ach, war ja klar, bei der Zugmap muss das Spiel mal wieder auf Deutsche Bahn machen. Der war gut. Der war situativ und sehr schön. Ja, hat ja auch genügend Zeit, dank dieser wunderschönen 10 Minuten Ladezeit. Also ich bin dafür, dass wir können ja eine Verteidigungswelle hier bauen. Ich habe einen Job angenommen, bei dem ihr mir vielleicht helfen wollt. Und auf jeden Fall hier, weil da zwei Züge sind. Um fragwürdige Fracht für das zwei Schienen. Zu transportieren. Ich wurde angeheuert, um diese Züge auszuschalten. Doch fehlt mir das Personal dafür. Da habe ich sofort an euch gedacht. Ja, ja. Wie heißt der Typ noch? Hill? Ich glaube, er ist Hill. Frank? Hast du gerade Frank gesagt? Ja. Warum sollte er Frank heißen, wenn da Hill steht? Weiß ich nicht, klingt so viel. Das ergibt ja mal überhaupt keinen Sinn. Vielleicht ist es so ein Doppelname. Ich muss dich ermahnen, du musst lauter sprechen. Kann ich nicht. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Was, du machst es immer leise? Ja. Einfach nur ja. Du machst es also so. Immer leise. Ach, du greifst oben schon an, das ist so schön. Ja, weil ich meine Einheiten ja direkt dahin spawnen kann. Das ist halt Pro-Tactics und so. Ja, ja, ja. Kann ich auch. Ich kann auch meine Units halt überhaupt. Nur nicht ganz so schnell. Ich muss es erstmal erforschen. Tech-Labor. Boah. Aber, boah. Das ist aber nett, dass du für mich freiräumst. Wer sagt, dass es für dich sein soll? Ich hab da schon Worker stehen. Ich dachte, das ist für dich. Nö. Ich dachte, das ist ein Teamspiel. Nein, ist es nicht. Das ist, wer hat schneller seine Echse. Ja.
Ich bin da. Ja, und wer räumt es frei? Wer macht eigentlich die ganze Arbeit? Ich. Der kleine arme Bauer in seiner Space Marine Rüstung. Während du wieder deinen lauen Lenz schiebst. Lenz? Lenzen und Partner, kennst du die nicht? Doch. Kennst du, ne? Doch. Läuft doch immer abends. Läuft es noch? So, keine Ahnung. Hab ich doch nie geguckt. Natürlich hast du das nie geguckt. Unsere Feinde nähern sich. Macht euch zur Verteidigung bereit. Ich habe immer versucht zu schlafen, aber es ging nicht, weil du den Fernseher nicht leiser machen wolltest. Ich? Ja. Warum tust du gerade so, als wären wir ein altes Ehepaar, was an einem Ort lebt? Tust du das nicht? Ah, da ist übrigens ein Attack Wave. Fuck. Fordere die Banshees an. Feindliche Protoss. Seid achtsam. Was hast du gesagt? Der Gegner ist Protoss. Ja. Der Gegner ist Protoss. Ja, das ist er. Wollen wir gerade das andere Finereien-Fan auch noch schnappen? Ich mach Wie bist du denn drauf? Ich habe euer Ziel im Auge. Jagt den Zug in die Luft, bevor er seinen Bestimmungsort erreicht. Okay, dann lasst uns diese Gegner erledigen, bevor sie abhauen. Oh, sie haben Träger. Oh! Jetzt schon? In ihrer Base haben sie Träger, guck mal. Ja, du sollst ja auch nicht in die Base. Haben wir irgendetwas, um diese Spinne aufzuhalten? Zug? Ja, so halbwegs. Hyperion im Anflug. Also ich kann einmal meine Units dran bauen. Dann. Das Beste hoffen. Ich brauche hier dann bald einen Pylon. Der Feind rückt auf unsere Basis vor. Genau. Lasst sie erfahren, welch ein Fehler das ist. Schön. Oh, ihr könnt nicht vor etwas fliehen, das ihr nicht seht. Natürlich kann man vor Sachen fliehen, die man nicht sieht. Das mache ich ständig in meinem Leben. Ich fliehe zum Beispiel vor zu wenig Geld. Nur als Beispiel. Wäre mir auch neu, dass das nicht geht. Was machen die da gerade? Da kommen Gegner! Ich habe nichts! Unten! Hilfe! Du hast deinen Turm gehabt. Nein, die Phönixe, sie machen Scheiße! Sie machen ich kann nichts dagegen machen gerade. Sie machen Scheiße bei uns. Hältst du sie auf? Die einfach keinen Schaden dagegen machen. Ich versuch's gerade. Ich versuch mit denen was zu machen. Also gegen die, nicht mit denen. Was wird da angegriffen? Mein Pylon? So, diese Stellung sollte eigentlich erstmal genug verteidigt sein. Sieht aus, als verlässt eine weitere Lieferung den Bahnhof. Sorgen wir dafür, dass der Zug sich etwas verspätet. Neuer Angriff. Ja, neuer Zug. Ist ja wie ein Angriff. Also hier sollten wir auf jeden Fall hier sein. Ja, oder wir gehen eh weiter vor, so wie immer. Dann schnetzel wir. Diesmal habe ich sogar so gebaut. Das ist total genial. Ich hab so gebaut, dass die Panzer durch können. Ist das nicht toll? Wow. Kannst du da einen Pylon hinmachen? Naja, da, wo ich stehe. Ja. Da so. Ja. Könnte ich, ja. Darf sonst noch was sein? Reparieren sich gerade die Steine von so, sehr schön, wir brauchen hier WBF.
Und da müssen wir auch wieder WBFs bauen. Die gehen dann nach oben. Du kannst deine Truppen schon mal gerne hier hinholen. Ich brauche auf jeden Fall Unterstützung. Geht auch gerade. Schnipp, schnapp. Zug ab. Ich hätte nur früher Gas holen müssen. Brauchst du dein Gas? Ja, ne? Ich kann dir keine Ressourcen teilen, sonst hätte ich dir das Gas. Was machen meine Duskwings denn da? Ach, die werden hierhin teleportiert. Verstehe, die werden hierhin teleportiert. Ach, so ist das. Du hast doch diese Fähigkeit, dass meine Einheiten irgendwie einmal überleben. Ja, feindliche Truppen auf dem Weg zu unserer Basis. Ja. Getarnte Einheiten fallen sich zurück, bevor sie sterben. Ja, das ist voll gut. Wenn du jetzt noch Medics hast. Das heißt, wenn ich im Prinzip Medics an meinem Hauptquartier, an meinem Lager habe, an meinem Hauptlager. Ja. Das ist eine gute Idee. Da werden wir auf jeden Fall dran ansetzen. Da bauen wir jetzt mal zwei Kasernen noch. Ach, das ist ganz so völlig so nervig. Hier brauchen wir aber auf jeden Fall auch noch mehr davon. Auf geht's. Lass die Sau raus und haut den Zug. Zug. Tschu-tschu. Ich geh da mal ein bisschen gucken. Nie wieder ein anderes Spell kommt. So. Du hast ja eh Medics irgendwo jetzt, ne? Ja, ich sehe schon deine Medics hier, 5 Stück. Wo? Direkt vor mir. Ich habe eigentlich einen Medic. Sehen aus wie Panzer. Und sind auch Panzer. Aber für mich sind es jetzt Medics. Die heilen mich jetzt passiv. Ganz bestimmt. Ich glaube einfach daran. Ja, wenn du dran glaubst, passiert das. Auf dem unteren Gleis fährt ein Zug mit hoher Geschwindigkeit. Wahrscheinlich eine Expresslinie. Fangt ihn ab, wenn ihr könnt. Gott, sind diese Phönixe echt nervig. Ein Hauptziel wurde ausgeschaltet. Macht leider nicht genug Schaden. Sieht aus, als wäre hier Endstation für dich. Oh, kommt hier runter, meine Units. Da kommt ein Turbozug. Ich fordere die Hyperion ab. Da kommen so viele kleine einzelne Units auf den Weg dahin. Macht euch bereit. Der Feind bewegt sich auf unsere Basis zu. Ich halte ihn auf. Koordinaten eingegeben. Komm, schnitzel den. Ein Hit noch und der ist weg. Der Feind meint, er ist cool. Aber er ist es nicht. Nee, mach's nicht so. Banshee-Luftschlag zur Anforderung bereit. Wie viele müssen wir noch? 6 Stück? Das sollten wir ja schaffen. Was? Mein Probe-Count? Das greift mich da. Ach. Sind doch mal Phoenix wieder. Soll ich jetzt einfach gleich auf R gehen? Wir fahren von beiden Bahnhöfen gleichzeitig ab. Sie wollen wohl im Zeitplan bleiben. Ich dachte gerade, was nicht existent ist. Du denkst an nicht existente Sachen. Ja, ist das nicht geil? Nee. Warum nicht? Ich. Ach, du hast ja schon einen Aufklärungsturm, okay. Dann mach ich mal was anderes. Mach ich mal so. Ich brauch so. Da oben auch noch Medics. Ich hole jetzt mal auch oben noch Medics hin. Mir fehlen die Depots wieder. Das ist natürlich. Aber ich dachte, du hast keine Depot-Probleme mehr. Dachte ich auch. So. Ach, da kommt der nächste Zug. Passt. Oh, diese Tempest-Dinger, scheiße. Oh, shit. Wir kommen gut voran.
Wir haben circa die Hälfte ihrer Lieferungen entgleisen lassen. Oh, diese Tempest-Dinger sind ganz schön krass. Ja, und das Orakel schneidet meine Herzen weg. Luftangriff kommt. Ja, ne? Wie schnell sind meine Basis? Stopp, Moment. Halt, stopp, jetzt töte ich. Manu! Ja? Hör auf damit! Ich will doch mal spielen. Wo kommt denn der Feuerfresser überhaupt her? Wir haben hier ein Problem unten. Ich weiß. Kann ich nur kurz festhalten. Okay. Vielleicht brauchen wir. Vielleicht brauchen wir offenbar Vikings. Ja. Können meine Medics eigentlich aus dem Bunker heraus heilen? Kann gut sein. Bist du jetzt mit denen im Bunker? Nee. Doch. Teilweise schon. Auf jeden Fall nicht hier unten, wo ich es testen wollte. Ah! Oh. Wieso greift ihr mich schon wieder an? Hört auf damit. Du Void Race da. Festhalten. Sie haben einen weiteren Zug beladen. Stellt sicher, dass die Ladung nicht ankommt. Das wird schon. Ich dachte, du bist der Space Marine, Mann. Wieso haben die so viele Air Units? Wann geht's los? Ja, komm, wieso kann ich nicht die alle drei auf einmal anwählen? Steuerung funktioniert nicht. Ich könnte ja vielleicht mal anfangen, Air Units zu bauen, wenn du willst, dass ich Air Units habe. Das würde ich sonst jetzt auch gleich machen. Ich habe nämlich gerade drei Gates dafür gebaut. Ich baue zwei Raumhäfen. Nur als Backup. Ja. Du traust mir wieder nicht. So. Units. Also ein Zug. Schlechte Neuigkeiten? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Auch den Tempest. Aufgedankt und unsere Verbündeten werden angegriffen. Gott, so viele Air Units. Mr. Space Marine Mann. Jetzt zerstören schon wieder. Hyperion einsatzbereit. Die Hyperion ist unterwegs. Tschüss, Setzer. Wurde ausgeschaltet. Ihr habt euch vermissen. Na bitte, noch rechtzeitig erwischt. Der Feind ist auf dem Weg zu unserer Basis. Nirazim, entzündet eure Klingen. Ich bin echt über diese... Ich bin echt erstaunt über die Tempest-Dinger. Die sind unfassbar... Wie nervig die sind. Unfassbar krass. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Unfassbar nervig, ja. Hier spricht der Captain. Auf Kurs. Aha. Bestätigt. Machen Sie so. Die haben meine Unit gewonshottet. So viel zum Thema Anti-Air. Ich glaube, Plopp und die sind weg. Ach, das ist so eine Anti-Air-Drohne, ne? Point Defense. Ja. Gut, dass sie dagegen funktioniert. Ich bin jetzt oben nicht so stark bewacht. Ja, ich versuch mal, das zu verteidigen. Aber warte mal, ich kann einen Haufen Depots anfordern. Also ich bin gerade oben jetzt, ne? Weil es da zuerst vorbeikommt. Im Notfall versuche ich runterzulaufen. Hier kann ich nicht bauen. Upgrade durchgeführt. Hier komm ich! Bitte. 1, 2, 3. Komm, einen noch. Hier kommt auch noch dahin. Und dann hier. Da kommen jetzt aber Truppen von mir. Unbedingt!
Wie können wir hier vorne reinschieben? Diese Züge auf dem dritten Gleis sind höllisch schnell. Ihr müsst sie fix erledigen. Und... Worauf soll ich ballern, Sir? Hauptziel eliminiert. So wird das gemacht. Okay. Wenn man das so macht, dann sollten wir das machen. Ein Haufen Void Race hier unten. Ja, ich hab nicht so viel ATR. Sind die aber down? Entzündet eure Klingen. Ja, sind down. Andere Zug kommt aber schön weit. Ein Hauptziel wurde ausgeschaltet. Niemand entkommt dem Griff der Nerazin. Deine Medics machen irgendwie nichts gegen den Zug, die rennen da nur drin rum. Erreicht. Nein, meine Pylonen werden angegriffen. Von den Tempest. Oh fuck. Warte, verteidigst du die nicht? Alter, warum halten die so viel aus? Können deine Medics mich jetzt heilen? Ja, ne? Ja. Ja. Weil die ganzen Units sind schon zurückgeworfen wegen fast tot. Ich meine, das ist ja schon cool, weil du ja wirklich Ressourcen sparst. Ne? Mittlerweile ziemlich ja. Leer aussehen. Und ich kann halt erforschen, dass meine Korsaren dauerhaft unsichtbar sind. Weil die sonst einfach nur zerplatzen. Das heißt, die bleiben im Prinzip immer am Leben, solange das nicht öfter als 5 Minuten passiert, ne? Ist das nicht so? 4, aber ja. 4 Minuten, ja. Losgeladen und entsichert. Okay. Oder? Die letzte Wave ist da unten, die letzte Wave ist da unten. Ach, ist schon die letzte. Ich zieh alles runter. Kommt noch was? Der Angriff des Feindes wird bald über uns kommen. Das ist noch ein Enemy-Angriff. Oh! Losgeladen und entsichert! Da hat meine Korsaren Spaß. Halt, stopp! Jetzt töten wir. Greift an, sobald ihr bereit seid. Was jagen wir hoch? Gehen wir direkt auf den Zug? Jo. Ist er einfach weg. Und wenn die Gegner wieder auftauen, dann so, was ist hier passiert? Truppen! Easy peasy, lemon squeeze. Unser Feind wurde zu Fall gebracht. Die haben wir ganz schön aus der Bahn geworfen. War mir eine Freude. Deine 300 Tanks. Oh. Ja gut. Hey. Wenn man höher gelevelt ist, scheint es auch etwas einfacher zu sein. Etwas, ja, etwas. Überleg mal, wie viele Probleme wir auf den unteren Leveln mit schwer hatten. Ja. Und jetzt ist schwer das, was für uns normal am Anfang war. Mastery, Level irgendwas. Level 2? Level 2 Mastery. So schnell schon? Ja, am Anfang geht es ja immer schnell und dann dauert es immer länger. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss. 2% pro Power Set 1 Time Stop Unit Speed Increase. 1%. Also was immer du da gerade ganz toll hypst, die Zuschauer können das bei mir nicht sehen, weil ich noch kein Mastery-Level hab. Boah. Du siehst ja eh andere Sachen als ich dann. Ja, ich weiß. Aber ich unsere frage, Level 15 hier erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von Rainers Kampfeinheiten um 15%. Wenn man dann noch deine Verbesserung hat, 15% unsichtbar, ist das schon ziemlich heftig. Das ist schon ziemlich heftig. Aber... ja, wenn wir jetzt morgen oder übermorgen oder keine Ahnung was, dann haben wir ja die nächste Mutation, die wir spielen können. Da kriegen wir nochmal einen Haufen Erfahrungspunkte und dann sollte ich auch schnell Stufe 15 sein. Mir fehlen jetzt noch 80.000, 83.000. So viel noch. Yes, so viel noch. Yes, Sir. Tja. Ja gut,